Generalprobe eines freien Vortrages, das überhaupt nicht hingehauen. Ich werde meine Aufzeichnung hier zu Hilfe nehmen. Also ich bin Steff von dem hier Kreuzberg und ich wollte euch nochmal recht herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung und finde es toll, wie viele Menschen hierher gekommen sind. Vor allen Dingen möchten wir auch die Menschen, die hierher fliehen müssen, egal aus welchen Gründen, willkommen heißen. Welcome here. Wir fordern die Auflösung aller Massenunterkünfte und auch der provisorischen Einrichtungen. Und wir fordern die Bereitstellung menschenwürdiger und bezahlbarer Wohnverhältnisse. So wie es zum Beispiel auch in der Berliner Verfassung mit dem Recht auf Wohnen verankert ist. Hier in Berlin fehlt es massiv an bezahlbarem Wohnraum. Das öfter gehört. Menschen mit geringen Einkommen. Die jetzige Diesen Mangel wird mit einer steigenden Zahl an geflüchteten Menschen begründet. Dieser Mangel existiert seit Jahren. Er ist uns allen bekannt. Er ist hausgemacht und er war auch vorhersehbar. Was wir jetzt erleben, ist vielleicht eine Zuspitzung der Verhältnisse, aber daran ist eine Politik schuld, die diese Verknappung des bezahlbaren Wohnraums fördert und die Verteuerung sogar als Konjunkturmotor begrüßt. Wir wehren uns auch ausdrücklich gegen das Gegeneinander-Ausspielen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, wie wir das zum Beispiel jetzt in Moabit auch erleben können. Ihr wisst alle von dem Haus, wo die Betreiber einer Unterkunft für obdachlose Menschen, denen wurde gekündigt. Und der Eigentümer des Hauses möchte oder hat einen neuen Betreiber gefunden, der dort eine Unterkunft für geflüchtete Menschen einrichten will. Gibt mehr Geld vom Land Berlin. Aber aktuell ist die Entwicklung, auch nachdem es massiv an Protesten gehagelt hat, dass der neue Betreiber, wohl von seinem Vorhaben abgerückt ist. Zumindest konnte man das in der Zeitung lesen, die Tage. Macht er Ferienwohnung oder was macht er jetzt? Jetzt macht er Ferienwohnung? Der hat ja nicht gesagt. Nee, also der ist tatsächlich jetzt aus dem Vertrag ausgestiegen, wie das aussieht. Damit ist die Situation immer noch nicht sicher für die Bewohner, aber sieht jetzt erstmal so aus, dass sie nicht geräumt werden in diesem Moment. Und wir wehren uns auch gegen das Ausspielen, nicht nur in der Wohnungsfrage, sondern vor allem auch auf dem Arbeitsmarkt, in der sozialen und medizinischen Grundversorgung und auch im Bereich der Bildung. Für uns als TIEZ-Initiative beschränkt sich das Thema Wohnen aber auch nicht auf die Forderung nach bezahlbarem Wohnraum, sondern es geht auch um den Erhalt einer sozialen Nachbarschaft und beteiligten Struktur. In dieser Struktur können Begegnungen, können Austausch, Vernetzungen auch stattfinden. Fehlen diese Räume, so findet auch kein Austausch statt. Für den Schwund an bezahlbaren Wohnraum in den letzten Jahren und gegenwärtig benennen wir folgende Beispiele. Das wurde eben ausführlich erklärt. Die Privatisierung der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, zum Beispiel bei der GSW, aber auch anderer öffentlicher Liegenschaften, zum Beispiel bei der Post und bei der BVG. Die Mietpreisbindung im Mietwohnungsbestand ist eingestellt worden und wird jetzt über die Jahre weiter abgebaut. Der soziale Wohnungsneubau ist praktisch zum Erliegen gekommen, aber auch wir sehen hier, nicht nur hier in unseren Tiezen, sondern berlinweit die massive Anzahl der Umwandlung der Mietwohnungen in Eigentumswohnungen. Wir sehen den raschen Zuwachs an Ferienwohnungen und neuerdings auch das Geschäftsmodell Wohnen auf Zeit. Möblierte Zimmer werden auf Zeit vermietet und so wird dieses Zweckentfremdungsverbotsverordnung damit umgangen, also Verbot der Zweckentfremdung. Wir sehen aber auch, dass mehr und mehr die Modernisierungsmaßnahmen zu einer Belastung der Mieten werden. Modernisierungsmaßnahmen werden komplett auf die Miete umgelegt und führt zu steigenden Mieten. Wir erkennen auch hier in unseren Kiezen, aber auch in den anderen Kiezen, trotzdem immer noch auch einen
großen spekulativen Leerstand an Wohnungen. Als Beispiele können wir die Häuser Großbären 17a nennen, Yorkstraße 60, Kreuzbergstraße 13, Kopestraße 1 und. Und auch im Gewerbebereich, die Rosecker Schule am Maringeplatz, steht auch eine Menge seit Jahren leer. Und daher fordern wir eine Grundversorgung an bezahlbarem Wohnraum, nicht nur über einen neuen kommunalen sozialen Wohnungsbau, der dringend notwendig ist, wo 100% bezahlbare, wirklich bezahlbare Wohnungen entstehen können, sondern wir fordern auch andere umfassende Maßnahmen auf dem jetzigen, beim jetzigen Wohnungsbestand. Ich könnte jetzt die Maßnahmen auch aufzählen, aber das deckt sich mit den Schwierigkeiten, die wir ja alle erleben hier. Wir sehen aber auch, dass die Wohnungsproblematik ein Teil eines Verteilungsproblems ist, was wir jetzt auch bei den, also wir sehen auch, dass viel Neubau hier entsteht in Kreuzberg, alles hochpreisige Wohnungen und Eigentumswohnungen. Und so können wir das, also es gibt noch mehrere Argumente, ich werde die jetzt weglassen, damit wir Zeit für haben. Und zum Schluss möchte ich aber auch nochmal an vielen positiven Beispiele von Initiativen erinnern, die hier in unserer Stadt sich zusammengetan haben, um für bezahlbares Wohnen zu kämpfen, für nachbarschaftliches Wohnen mit geflüchteten Menschen, für ein nachbarschaftliches Miteinander überhaupt. Und erinnern möchte ich an die Besetzung des Oranienplatzes, an den Kampf der Refugees in der Gerhard-Hauptmann-Schule, an Bissing-Kiez, an die Kämpfe der Seniorinnen in der Stillen Straße, an die Palisaden-Panther, an die vielen Hausprojekte, die im Mietshäuser-Syndikat organisiert sind, an die Initiative Campus Cosmopolis, die ein Wohn- und Arbeitsprojekt umsetzen wollen, und auch an Initiativen wie zum Beispiel No Lager. Vielleicht können wir auch nachher in einer AG zusammen nochmal diese positiven Beispiele vertiefen. Auch könnt ihr noch was sagen zu den Auseinandersetzungen um das Dragoner-Areal. Und vielleicht können wir dann auch in dieser AG gemeinsam überlegen, was wir auf politischer und sozialer Ebene tun können, konkret, und wie wir gemeinsam agieren. Danke.